Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Und mir geht's auch schon wieder viel, viel besser. Vielen Dank für eure Besserungswünsche. Ich habe mich stark gebessert. Naja, also sie ist wieder gesünder geworden. Besser wird's mit Anni nicht mehr. Oh, ja, das war klar, dass sowas kommt. Und es fängt an zu regnen. Wunderbar, genau. Das ist immer das Gleiche. Zu Beginn der Aufnahme, wie immer. Ja, Pascal und Spice, denen geht's immer noch gut. Und wir haben schon gesagt, dadurch, dass wir jetzt ja zwei Weibchen haben und drei Männchen, holen wir uns einfach noch ein Weibchen dazu, das packen wir links daneben, da bauen wir ein bisschen was an und dann hat jeder eine Freundin. Ja, so soll es sein. So soll es sein, das finde ich super. Also Mario hat auch ein Herz, ob man es glauben mag oder nicht. Aber was soll denn das? Ich habe ja dich genommen. Oh, ja, das stimmt allerdings. Da braucht man auch viel, viel Herz. Ja, ganz besonders viel Herz. Das ist okay. Manchmal ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Und hier geht's schon wieder los. Was ist hier los? Er kämpft. Ich weiß es noch nicht. Wir werden aber sicherlich gleich sehen, wer hier tot ist. Schnappi! Schnappi hat im Wasser irgendwie Spaß. Mit wem denn? Ich geh mal gucken. Oh, zwei Piranhas. Naja gut, das kann Schnappi alleine machen. Ja, musst du mal... Ja. Ja, das kriegt er schon hin. Der ist ja schon groß. Dann sagst du, wenn der mal so im Kreis schwimmt und es nicht hinkriegt. Guck doch mal. Cool, sag mal. Ja, da kommen hier gleich... Schnappi. Ne? Da kommen wir gleich Piranhas. Auf den Mammuts angerannt. Klasse. Da kommen sie gleich alle. Oder was? Ja, die wollten Schnappi retten. Na gut, immerhin. Jetzt hat Schnappi unsere ganze Anmod versaut. Schnappi darf das. So, weiter geht's. Wir waren dabei. Ja, wir umparken hier. Die krieg ich dann nie wieder raus. Ja, da kümmern wir uns dann drum. Ah, das Gott, kann ey. Ich dann auch noch machen. Ganz großes Kino. Das sieht wieder aus hier, wie bei Hempels. Klasse ja, Sache. Wir haben übrigens mal was vorbereitet. Wir hatten ja angekündigt, dass wir einen Stream machen. Also Anni möchte streamen unbedingt. Ja, und Mario sitzt natürlich dabei. Was auch sonst. Ja, ich sitze dabei und gucke dir beim Stream nee, zu. Nee. Alleine macht jetzt das gar nicht her. Spaß. Ja, ich bin da schon am Laufen. Und die ist rumgetrödelt hier mit dir. Ach, ja. Meine Frau. Ja, Anni hat ja gesagt, die möchte unbedingt streamen am Sonntag. Und wir hatten ja noch keine Zeit genannt. Ne? Also, ich meine, die fleißigen Zuschauer, die jetzt schon auf unserem Twitch-Kanal waren, die wissen es wahrscheinlich schon. Aber wir haben da mal was vorbereitet, so ein kleines Werbeschildchen. Genau. Ja, also, erster ZOS Gaming Stream am 29. November. Geplanter Start 17 Uhr. Ja, und wir sind so aufgeregt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir das, ob ihr es glauben möchtet oder nicht. Ich erinnere mich noch an meine erste Aufnahme. Ich bin in einem Lachanfall niedergegangen. Weil das einfach so komisch war. Das wird beim Stream vielleicht nochmal passieren. Das war echt eine Katastrophe. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten allein gebraucht, um überhaupt die Aufnahme hinzukriegen, weil Anni die ganze Zeit lachen musste. Ja, das ist halt einfach so. Und nicht einfach nur so ein Kichern, wie das jetzt ab und zu mal der Fall ist, oder so ein Lachen. Nein, das war ein wirklicher Lachflash. Das war wirklich hart. Also ja, nicht vergessen, Sonntag am 1. Advent, 17 Uhr auf Twitch, gibt's unseren ersten Livestream. Korrekt, genau. Und was ist hier schon wieder los? Was na, ich trampel. Ach, du polterst. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen umparken. Ja, wir bauen heute mal ein bisschen was mit dem Metall, was wir jetzt beim letzten Mal ja schon gesammelt haben. Haben wir schon einiges hier zusammengesucht. Oh ja, wir waren ja fleißig. Ja, waren ein paar Mal sammeln. Da können wir auf alle Fälle einiges noch bauen. Denn wir wollen auf jeden Fall demnächst mal die Außenmauer aus Metall irgendwie weiterkriegen. Also zum Fertigkriegen ist ja immer so eine Sache. Wir brauchen ja wirklich richtig viel. Also wir müssen zumindest erstmal zwei hoch machen, idealerweise an den schwierigen Stellen vier hoch. Also das dauert wirklich lange. Ja, da kann man viel, viel Zeit mit verbringen. Und wir haben vorhin auch schon mal so ein bisschen was farblich ausprobiert. Ja. Mario kann ja mal hinlaufen, wenn er lustig ist. Ja, ich komme sofort vorbei, denn ich muss mal ganz kurz hier die Foundations mitnehmen, die Defense Foundations. Mach das mal. Ja, wir mussten nämlich vorhin schon mal ein bisschen rumtesten, welche Farbe denn überhaupt für die Außenmauer cool aussieht. Denn insgesamt gesehen, ich weiß nicht, das halb verrostete Metall, das sieht jetzt nicht so geil aus. Nee, das muss man auch so nicht lassen. Dafür gibt's ja so viele schöne Farben. Und man sieht schon, wir haben ja schon mal einiges ausprobiert, also wirklich fast alle Farben einmal durchgetestet. Einige sind davon richtig cool, andere nicht so geil. Aber wir haben uns hier für Slate entschieden, hier hinten die Variante, und mit Orange, quasi die orangen Nieten und sowas. Ansonsten das Brick hier sieht auch ziemlich cool aus, aber für eine Außenmauer oder generell für so einen großen Zaun drumherum. Das ist zu extrem. Das ist ein bisschen krass, glaube ich. Ja, wie gesagt, also hier das Brick mit Orange, das Slate mit Orange zusammen. Wir haben das hier unten schon mal am großen Tor getestet, da haben wir das einmal schon mal angepinselt hier. Und ja, die Zutaten sind auch gar nicht so schwer zu bekommen, also es geht relativ fix. Und da überdeckt man so ein bisschen diese Roststellen, also die sind ein bisschen
schade aus, sag ich mal. Ja, also ich meine, die bleiben so oder so immer, aber... Ja, ganz kriegt man die nicht weg, logischerweise. Aber wie gesagt, das ist insgesamt dann halt ein bisschen peppiger, sag ich mal. Ne? Ja, mal ein bisschen was Neues hier. Mal ein bisschen peppiger. So, wir zimmern mal hier so ein Schniepelding ran. Denn wie gesagt, die Außenmauer, das ist hier eine Katastrophe. Das ist im Prinzip keine Außenmauer, das ist hier, weiß ich nicht. Das ist ein Unfall. Groß wie ein Scheunentor, die Lücken. Das wollen wir nicht mehr. Das ist halt nicht so geil. Nee, das sieht wirklich nicht schön aus. Ich kriege hier echt Spike nicht raus. Das halte ich doch nicht aus. Ach, ja, Manni. Ja, das habe ich ja gerade vorhin schon gesagt. Ach man, ich dachte jetzt, wenn ich die Stegos-Wege so ein bisschen wegschiebe, wer hängt denn hier noch im Weg? Alle. Alle hängen hier im Weg. Das Problem ist, bei den Mammuts, die bleiben wirklich überall hängen. Ja, das ist echt. So, ich muss ganz kurz schauen, wie machen das am blödsten hier. Ja, das ist jetzt, also wie gesagt, mit dem Stream sind wir sehr gespannt. Also, wir haben jetzt ja noch nicht wirklich Feedback bekommen von euch, logischerweise, zur Ankündigung, denn das Video mit der Ankündigung kam ja im Prinzip erst vor anderthalb Stunden raus. Ja, das stimmt. So ein bisschen was haben wir jetzt schon gelesen, logischerweise. Also, wir sind auch sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie es ankommt, wie wir uns schlagen werden. Hoffentlich nicht ganz so chaotisch. Wahrscheinlich total katastrophal. Ja. Wie dieses bei uns ja schon ist ja normal ist. Ne? Also von daher, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Es wird also genauso chaotisch wie sonst auch immer. Ja. So, wenn wir überlegen, ob das hier so passt, glaube ich. Okay. Ist halt so blöd hier. So, ich werde in der Zwischenzeit jetzt mal Beeren sammeln gehen. Sammeln ist wirklich der falsche Begriff, wenn man einfach nur mit dem Bronto mal einmal rumhauen muss. Aber ich muss ja noch Farben herstellen. Ja, also wie gesagt, das wird eine Mammutaufgabe, das ganze Ding anzupinseln. Und ja, wir sind jetzt Gott sei Dank noch nicht so weit, aber insgesamt gesehen auch das Tor war richtig schweineteuer. Also bis wir dann richtig einmal die Außenbasis, hier hatte ich gerade mal richtig... Na, das ist jetzt durch den Bronto gewesen. Ach so, alles klar. Das ist immer so, wenn ich mit dem hier alles niederwalze, dann bleibt mal eben alles hängen. Ja, das ist wirklich krass bei dem Bronto. Und wo war ich gerade stehen geblieben? Ach so, genau, es wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich mal komplett sicher sind oder halbwegs sicher sind hier außen. Ja, werden wir noch viel Spaß haben auf jeden Fall. Na, definitiv. Definitiv. Definitiv, So, wir könnten hier Redwatch auch nochmal... Ach nee, ist ein kleines Tor, schade. Ja, für die großen braucht man 1500 Metall und auch fürs Tor, also für die Torflügel selber braucht man 1500 Metall. Das ist wirklich Wahnsinn, also weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Das hätte man durchaus auch vielleicht ein bisschen günstiger gestalten können, denn gerade Metall, ich meine... Wir haben natürlich gestern beim Farmen doch einiges zusammengesammelt. Es waren weit über 1000 Metall auf jeden Fall, die wir rausgekriegt haben. Und aber das ist halt wirklich, weiß ich nicht, also 1500 ist schon echt hart. Das ist richtig teuer. Das kann man einfach nicht anders ausdrücken. Also man kann im Prinzip, oder man sollte im Prinzip keine Zeit vertrödeln beim Farmen von Metall, denn wenn man halt Metall abgebaut hat, das dauert wirklich relativ lange, bis es wieder respawnt, also ein paar Stunden auf jeden Fall, also Echtzeitstunden. Ja gut, ich meine, man kann sich halt auch verschiedene Spots aussuchen, an denen man dann Metall sammeln geht. Ja, das ist richtig, aber das Problem ist, das ist ja auch umständlich. Du kommst halt auch nicht überall mal eben bequem hin. Ja, das ist wahr. Also man muss natürlich ein bisschen mit der Bequemlichkeit leben, wenn man halt erstmal, weiß ich nicht, vom Nordstrand zum Südstrand fliegen muss sozusagen, ja, um abzubauen, das wäre jetzt nicht so geil. Also jetzt mal so als Extrembeispiel, ist natürlich am Südstrand wenig Metall logischerweise, aber nur mal so als Extrembeispiel. So, ich fange jetzt mal an, hier die Farben zu machen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Also, ich muss ja sagen, Slate und Orange, die lassen sich recht unkompliziert herstellen. Also, man braucht für Slate halt auch nur Narcoberries, Stimberries und ein bisschen Spark Powder. Das ist eigentlich ganz cool. Und für das Orange ja auch nur die Armorberries, die Tintoberries und ein bisschen Charcoal. Ja. Also, wirklich recht simpel. Und das sind auch Sachen, die man so ja wirklich leicht produzieren kann. Charcoal, jedes Mal einfach nur ein bisschen Holz verbrennen und gut ist. Und Spark Powder bei dem Flint, was wir hier schon in den Kisten haben, müssen wir uns da gar keinen Kopf machen. Man sieht das auch hier, man muss im Prinzip nur die Beeren in eine entsprechende Menge hier in den Topf rein zimmern, noch ein bisschen Wasser dazu, das macht Annie gerade. Genau. Und dann einmal anzünden. Quasi. Ja. Dann kommt dann halt die Farbe raus, ein Fimper-Stack. Und dann sollte es eigentlich auch passen. Also hier müsste jetzt gleich Slate rauskommen, ne? Ja, richtig. Ja, ja, das ist schon. Das also geht relativ fix auch vom Herstellprozess her. Also von daher
alles im grünen Bereich, aber allerdings brauchen wir auch natürlich auch wirklich richtig, richtig, richtig viel davon. Oh, ja. Das, oh, aber das geht wirklich schnell. Ich habe das Gefühl, das geht schneller als sonst. Eigentlich nicht, ne. Also eigentlich war ich immer der Meinung, dass es eine halbe Minute dauert, bis die Farben rauskommen. Nee, das ist nur bei Kibbel so. Okay. Dass es so ewig dauert. Na gut. Das geht hier wirklich flott gerade. Ja. Na gut, dann ist schick. Wir brauchen ja auch ein paar hundert von. Ja, gefühlt. Ich weiß. Von daher ist es natürlich jetzt auch ein bisschen geil, wenn das dann ein bisschen schneller geht. Auf jeden Fall so. Und eigentlich haben wir hier auch drei Kochtöpfe. Das heißt, ich kann gleich mal beide Farben parallel herstellen. Ich habe auch extra so viele Waterskins hergestellt vor einer Weile. Also nicht nur dafür, die waren ja auch für ein paar andere Sachen geeignet. Aber das bietet sich schon an. Auf wenn man dann jeden hier Fall. Einfach in mehreren Kochtöpfen kochen kann. Ja, wie in echt. Kannst du dann hier, weiß ich nicht, Süppchen kochen. Und nebenbei noch was anderes. Ja, dein eigenes Wasser. Genau. So, und hier ist aber Spark Powder drin in dem Topf. Das ist falsch. Oh mein Gott, ich stehe schon wieder im Feuer. Das ist übrigens das ideale Beispiel dafür. Das ist mit Anni in echt auch immer so. Ja, das stimmt. Ich habe echt so das Problem, heißer Backofen, heiße Herdplatte, was auch immer. Ich nehme es mit. Und es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie mal lerne, ja. Also bei kleinen Kindern oder so macht man das ja hier, fass mal auf die heiße Herdplatte. Also hoffentlich nicht ganz heiß, aber... Nein, das macht man nicht. Naja, nee, wenn es dann selber rauffasst, dann hat's halt Pech gehabt. Das sage ich einfach mal so, ja. Da bist du für eine brutale Mutter, ey. Ja, ich bin ja keine Mutter hier in dem Sinne. Also von daher... Nee, aber das ist so. Ich weiß auch, ich habe irgendwann mal auf die heiße Herdplatte gefasst. Ja, aber da sagt man nicht, hier fass mal drauf. Nein, aber wenn du das Kind dann nicht stoppen kannst, dann würde ich sagen, hier, ganz vorsichtig... Nicht die ganz heiße. Es müssen ja keine 100 Grad sein. 92 reicht auch. Nein, Leute. Trotzdem, man muss seine Erfahrungen machen. Ja, aber das ist wirklich mit Anni, also die ist ja auch sehr lernresistent, was heiße Herdplatten oder kochendes Wasser oder sowas oder Backofen angeht. Also das ist auch, wir hatten ja letztes Mal die Frage bekommen, ob Anni nur so tut, als ob, oder ob sie wirklich so tollpatschig ist. Ich bin tatsächlich so. Ist tatsächlich wirklich so. Das ist wirklich so. Ich hatte schon Spitznamen, die alle da drauf abgezielt haben. Ja, und ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das teilweise ist. Ja, da muss man durch. Da muss man durch. Wenn man einfach dann durch. Hier so ein kleines Kind zu Hause hat. Oh. In Form von Anni. Das habe ich gerade kleines Kind genannt. Ja, hätte ein großes Kind sagen können. Ja. Ja, das ich stimmt. Bin lieber. Du bist auch ein großes Kind. So, was macht denn hier die Farbe? Ja, die ist am Köcheln. Ist gerade dabei. Ich brauche aber noch Holz. Moment. Ja, ich habe es jetzt erst nur Slate hergestellt. Geht ja alles nicht so schnell. Ja, das dauert ein bisschen. Multitasking und sowas. So, wir haben hier... Ja, also Mensch, also Metall haben wir wirklich gestern eine Menge gesammelt, aber das ist... auch relativ schnell alle. Also wir müssen ja natürlich jetzt drei von diesen riesen Toren bauen, inklusive Torflügel. Das sind allein schon 9000 Metallbarren. Boah. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wirklich echt viel. Also ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, klar, früher gab es die Variante auch, dass man halt mit großen Toren so als Mauerersatz gebaut hat quasi, weil die gleichen großen Bereich abgedeckt haben. Aber sorry, aber 3000 Metallbarren für ein so ein scheiß Tor. Also wirklich nicht. Das muss nicht sein. Aber das ist echt, das ist wirklich Hardcore. Und da können wir schon froh sein, dass wir jetzt hier nicht irgendwie großartig in Gefahr laufen, hier irgendwie, dass das Zeug zerstört wird, ne? Das muss man auch mal bedenken. Auf dem PvP-Server, da wird das Zeug ja mal ruckzuck wegrationalisiert, wenn da irgendein Tribe vorbeikommt und alles platt macht. Aber das ist ja hier Gott sei Dank nicht so. So, und jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ah, okay, alles klar. Leute, kleiner Hinweis. Ich wusste, ich habe das auch schon mal gelesen. Also Mario kann ja vielleicht mal kurz vorbeikommen, dann kann ich das mal zeigen. Ach, wer vorbeikommt. Ja, mach mal. Immer, wenn ich gerade beschäftigt bin. Ja. Und ah, wird schon langsam. Mit der Mauer. Mit der Mauer. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, sag ich ja. euch. Und zwar zeige ich das gleich mal, warte mal kurz, geht ganz schnell. Was ich gerade gemacht habe. Also das hat beim Slate funktioniert, hier funktioniert das nicht, ja. Ich habe jetzt ja hier die Tinteberries drin, die Armorberries und ich habe 3 Waterskins reingepackt. Mann, und ich stehe schon wieder am Feuer, ja, also wie in echt. Und wenn ihr jetzt beobachtet, was passiert, also wahrscheinlich kommt jetzt der Vorführeffekt. Eigentlich wollen wir orange haben.
Und ihr seht, was passiert. Es werden alle drei Farben hergestellt, weil ich drei Waterskins drin habe. Das ist also hier tatsächlich... Das ist aber cool. Naja, also... Wenn du jetzt aber mal rein theoretisch noch die anderen reinpackst, könntest du also quasi doppelt so schnell Farbe herstellen. Nein, das geht halt nicht. Normalerweise. Ja, aber das wenn funktioniert hier meiner Meinung nach nur, weil das die richtigen Bären sind. Also wir können das testen. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Sondern ich hatte schon mal gelesen, dass es halt so ist, wenn man diese Bären da reinpackt und das Farben sind, die für mehrere, also Bären sind, die für mehrere Farben funktionieren und du drei Waterskins reinpackst, dann werden genau diese drei Farben hergestellt, die möglich sind aus dieser Kombination. Ist aber schon mal interessant zu wissen. Ja, also ich kann das mal mit den anderen mitprobieren. Warte mal, nehme ich die mal raus. Ist natürlich jetzt wirklich... Ja, man lernt immer wieder jeden Tag was Neues, also ja. Ich meine... Oh, wir brauchen aber noch ein paar Narco-Berries. Willst du mal kurz rausgehen, welche holen? Haben wir noch welche? Ja, die liegen im Bronto. Ja, der hat übrigens mal wieder ein bisschen zugenommen hier, der Bronto. Oder kennt die Bronto-Dame. Ja, die Bronto-Dame. Brunhilde. Brauchst du auch noch Stimberries? Nee, habe ich genug, aber ich habe noch eine andere Vermutung, warum das nicht klappen wird. Und zwar ist es ja so, für das Slate benötige ich Spark Powder. Ja. Ist natürlich die Frage, ob das brennen muss oder ob das einfach nur im Topf liegen kann. Das werden wir jetzt gleich sehen. Es muss einfach im Topf liegen. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Es ist theoretisch alles drin. Ich nehme mal die Farben hier raus. Ob wir jetzt dann verschiedene Farben kriegen. Wahrscheinlich kommt jetzt eine ganz andere Farbe raus. Na, wir werden... Ach so. Na Leute, was fehlt? Was fehlt? Was... Ja, sehr. Was sehr, alles klar. Oh, der war so schlecht. Wie immer war der schlecht. Ich mache jetzt auch mal, also vier. Jetzt mach eine, was zeigen hier. Ja, ich bin doch schon am Start. So, eigentlich ich muss mal hier ein bisschen Platz machen, weil ich möchte ja vier reinpacken, damit wir auch vier Farben kriegen könnten. Also, wenn das jetzt klappt, wäre das natürlich... Oh, krass! Okay! Und, nee, aber schau dir das mal an, da ist Brick mit rausgekommen. Was ist das denn? Da haben wir jetzt Gelb, Brick, Cantaloupe, stimmt. Und Slate. Also, das funktioniert so nicht, denn da sind jetzt auch Sachen bei für die fortgeschrittenen Farben. Aber wenn wir mehrere Farb- oder generell von allen Farben mal was haben wollen, können wir so schnell was herstellen. Dafür ist es auf jeden Fall super schnell. Bis jetzt habe ich das echt so gemacht. Ich habe immer da gestanden und Farbe für Farbe einzeln hergestellt. Das wollte ich nur mal sagen, ja. Ja, Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, okay. Also, alles klar. Hat Anni gut hingekriegt. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt aber mal vorbei und male schon ein bisschen an der Mauer rum. Ja, ganz vorne da rechts neben dem Tor anfangen. Rechts neben dem Tor. Ja, und, wir haben ja, was wollte ich gerade sagen? Scheiße, jetzt habe ich voll vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht, ich muss aber erst was essen, bevor ich immer was wollte ich denn sagen, sag mal? Ich weiß es nicht. Ich habe das voll verdrängt. Ach man, Alzheimer, ich sag's euch. Ja, es wird immer schlimmer. Das ist furchtbar. Das wird immer schlimmer. Du warst auf jeden Fall irgendwie vorhin noch bei dem Thema Metall und dass wir so viel haben und dass das super teuer ist. Das und ist ja schon lange her. Ja, ist lange her. Dann waren wir dabei, dass ich tollpatschig bin. Das ist auch schon lange her. Das ist auch schon viel also zu lange nicht die her. Tollpatschigkeit, die ist immer noch da, aber das Thema ist schon lange her. Okay. Ja. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte es gerade sagen und dann ist es mir entfallen. Ach so, wolltest du nicht mehr einen Spraypainter holen oder willst du halt den Pinsel anmalen? Ach so. Geil, Leute, da hat Mario den ja letztens schon gebastelt, ja. Und ich komme hier wieder mit dem blöden Pinsel an. Wo habe ich den denn? Schon wieder weggebracht. Ich hätte dich auch einfach mal losmalen lassen sollen. Ja, ich hätte damit gar kein Problem gehabt. Und hätte dich dann gefragt am Ende, was du denn so vorhast. Ja, das stimmt. Oh, und hier liegt ein Ei, ein T-Rex-Ei. Mal kurz das Ei wegbringen. Korrekt. Bring mal das Ei weg. Mach ich. So, und jetzt wird es hier langsam etwas sicherer. Ich muss sagen, also so eine Mauer, ja, ist schon ganz cool. Kann schon zur Sicherheit cool. beitragen. Ja, und hier soll ja im Prinzip eigentlich auch nichts spawnen, was wieder dran rumnagen könnte. Also Krokodile spawnen ja nicht an der Stelle. Und, ganz kurz schauen, haben wir noch irgendwo... Was suchst du? Da oben ist wieder ein gelbes, aber da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Das ist wieder an so einer Scheißstelle, die verbuggt ist. Verdammte Axt aber auch. Ja, das ist ein bisschen blöd, genau da oben auf dem Berg. Also man sieht das da oben so noch im Hintergrund. Da ist ein gelbes, wo das runtergekommen ist, das ist eine Stelle, da steckt es im Stein fest. Das ist halt ein bisschen blöd. Also ich kann aber mal gucken, ob es da ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Das ist geil. Das, also nur mal kurz anderes Thema. Wir hatten ja vorhin einen Stego hier in der Base und der läuft gerade über unsere Brücke. Völlig gechillt läuft er über die Brücke. Und der läuft über die Brücke? Ja, richtig cool. Naja. Geil. Ja, der hat's raus, der ist völlig entspannt, passt ja durchs Tor. Eigentlich weiß ich nicht. Ja, genau. Sonst wie ist der da jetzt? Ach nee, hier vorne ist es breiter. Ja, das stimmt. Ist übrigens ein Weibchen und wir haben schon gesagt, hier, das würde genau eigentlich daneben passen. So, und jetzt erinnern wir uns bitte, wie Mario noch vor ein paar Tagen drauf war. Was denn? Ja, hier noch ein Stego, hör. Ich habe ja gesagt, wir brauchen noch Weibchen. Und ja, das überhaupt ist ein Weibchen. Hast du gesagt, wir haben keinen Platz und jetzt denkst du doch schon wieder an weiteren Zuwachs. Ja, wenn wir noch ein Weibchen brauchen und damit jetzt alle eine Freundin haben und nicht hier irgendwie, weiß ich nicht. Doppelbelegung. Die Doppelbelegung, dass hier Romeo alle beglücken muss, ne? Ach, das kriegt er schon hin. Beziehungsweise nicht, dass jetzt hier Spice und Pascal sich eine Freundin teilen müssen. Das wäre jetzt auch nicht so cool, glaube ich. Also fangen wir nicht an, nee. Kriegt schon jeder seine eigene Freundin. Außer bei den anderen. Die haben Pech gehabt. So, komm. Das ist bestimmt, obwohl, es könnte gerade so die richtige Stelle sein. So, jetzt bin ich gerade verwirrt. Das sieht gerade schon wieder so dunkel aus. Also, ich meine, ich hatte ja vorhin... Also, als wir uns das erste Mal Slate angeguckt haben, sah das heller aus. Sieht das schon wieder aus wie schwarz fast. Aber es liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Es ist 15.34 Uhr, die Sonne steht anders. Ja, aber hast du... Naja, denn, du wirst sehen, wie es aussieht. Hast du denn nicht mal das eine Slate noch übrig gelassen? Nee, das habe ich gerade übermalt. Zum Vergleich, ja, das ist natürlich wieder sehr clever. Aua. Das war richtig clever, macht aber auch gar nichts. Weil das ist ja... So, was haben wir denn hier? Ankylosattel und Metalltor. Ankylosattel können wir gut gebrauchen, denn... ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ach doch, das erste habe ich übrig gelassen. Irgendwie, also... Bist du sicher? Naja, die Nieten sind noch orange, aber die andere Farbe habe ich übermalt. Ich hole mal kurz den Pinsel und mal dann jetzt mal mit Pinsel daneben. Wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Freundin von Apollo. Maya. Maya, stimmt, genau. Die hat mir ja gefangen, das eine Mal. Und die braucht natürlich noch einen Sattel. Maya braucht noch einen Sattel. Und der Stego ist gerade schwimmen gegangen. Und der wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben, wenn er von den Pflanzen beschossen wird. Ja, wahrscheinlich. Und die legen... Nee, die legen noch nicht los. Na, ich habe die gestern mal deaktiviert. Ich weiß nicht, ob die schon mehr aktiv sind. Ich glaube, die sind noch deaktiviert. Sonst würde der hier gleich ein paar Probleme haben. Gut möglich, ja. Ich bin euch ganz sicher, der neue Patch soll ja, also gestern, also heute kommen. Wir nehmen ja heute am, was ist denn heute? Heute ist Mittwoch. Wir nehmen ja am heutigen Mittwoch auf, um 16.30 Uhr haben wir angefangen ungefähr, ein bisschen früher. Und der Patch soll ja noch kommen, 2.2.5. Allerdings müssen wir mal gucken, wann er tatsächlich kommt und dementsprechend erscheint dann das Video etwas früher. Da schieben wir noch eins dazwischen. Mit den Patch-Infos, und ich hatte gerade hier schon mal Rubberbanding, der Server hat gerade gespeichert. Ja, wie gesagt, die Informationen zum Patch wird es zwischendrin geben. Das heißt, das Video kommt vielleicht einen Tag später. Also genau, also vielleicht, wir können es ja nicht versprechen, aber vielleicht seht ihr dieses Video hier heute erst am Freitag. Ja. Genau, und dass halt am Donnerstag noch was anderes kommt. Genau, da schieben wir mal noch ein Video zwischen, falls wir Glück haben und das mit dem Patch hinhaut. Ansonsten kommt das dann halt am Donnerstag. Ist ein bisschen verwirrend für euch jetzt zu verstehen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, für uns ist es halt so, das wäre jetzt eigentlich das Video am Mittwoch, was wir jetzt gerade aufnehmen, wäre für Donnerstag, wenn der Patch heute kommt, am heutigen Mittwoch, und wir da heute noch was aufnehmen können, dann kommt das Video erst am Freitag. So, jetzt bist du gerade hier in der Base? Nein, gerade nicht. So. Was sind so viele Stegos heute, sag mal? Ja, also ich habe den jetzt nochmal, also das nochmal mit dem Pinsel angemalt. Da ist Stego, da ist Stego, da vorne ist Stego, in der Base. Los. Ja. Also es sieht relativ dunkel aus, aber ja, ich kann sich ändern. Ich habe es mit dem Pinsel auch angemalt, es ist genauso dunkel. Naja, dann mal einfach voll jetzt. Ich male voll. Okay. Deine Worte. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ziemlich dunkel hier. Ein Männchen aber. Schade. Beiß noch mal rein. Yummy. Ja, es kann nicht schaden, jemand ein bisschen Fleisch zu haben. Und ich würde jetzt gerne mal das Ding hier einsammeln, aber das ist irgendwie noch nicht da. Verdammt Dachs aber auch. Da oben kommt es. Da. Können wir da so einen oder anderen Stego hier vernaschen? Lass das nicht die anderen hören. Nö, ach. Die bekommen das nicht mit. Ja, stimmt. Die gucken ja im Prinzip auf den Wand.
So, die Ankylos kann man auch mal platt machen. Hörst du eigentlich wieder das Sprühen? Jetzt gerade nicht. Vorhin, wo ich losgeflogen bin, habe ich es gehört. Echt? Ja. Das ist ja krass. Geht auf jeden Fall gut voran. Ach, siehst du, ich kann ja auch einfach mal den Torbogen ankommen. Der hat, ja, der hat auch tatsächlich diese dunkle Färbung. Ein 116er Stego gerade zerlatscht. Ja, super. Ja, was denn super? Alles machst du kaputt. Ja, ne? Ja, ja. Wenn du dann demnächst wieder am Verhungern bist und Fleisch willst, dann machst du auch keine Unterschiede zwischen Stego und nicht Stego. Ja, ich habe ja schon festgestellt, dass das Gemüse, was man ja auch essen kann, recht viel Food wiederherstellt. Von daher, es ist halt nur nicht so lange haltbar wie das Fleisch. Ja. Aber es erfüllt den gleichen Zweck. Und wir haben tatsächlich jetzt ja schon die Morphodon-Eier noch im Kühlschrank zu liegen. Vielleicht brüten wir die demnächst mal aus. War ja ein Geschenk quasi. Und wir haben auch noch Helga, nee Quatsch, Helchmut und Helchka. Ich muss gerade überlegen, oh Gott, ey, ich habe schon echt ein Problem, die ganzen Namen zu merken. Ja, es sind wirklich viele mittlerweile und es werden sicherlich auch nicht weniger. Nee, es werden eher noch viel, viel mehr. Auch wenn gerne behauptet wird, dass ich ja so viele Tiere immer mal wieder auf dem Gewissen habe und dass deshalb ein Vorrat gar nicht so verkehrt ist. Ne? Ja, den Einwand fand ich gar nicht so unberechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich das Sprühen schon wieder gehört, obwohl du vorne am Tor stehst. Das ist schön. Das ist echt Wahnsinn, dass ich das hier von höre. Ja. Wir haben bevor jetzt wieder der Kommentar kommt, das liegt vielleicht daran, dass wir nebeneinander sitzen. Ja, nee, eben nicht, denn die Laut- oder wir haben beide Kopfhörer auf, von daher höre ich nicht, was auf Anis Rechner los ist. Anis Rechner los ist, also tonmäßig höre ich da gar nichts. Ich höre nur meinen eigenen Ton und es macht auch keinen Unterschied. Nee, das ist einfach in dem Spiel so. Aber wir haben ja auch schon andere Spieler gehabt, die dieses Sprühen hier gehört haben. Als ich das Kinderzimmer angemalt habe, da hatten wir nämlich Besuch gehabt hier. Ich glaube aus dem Westtrap, ich weiß gar nicht. Ja. Und er hat das dann auch gehört. Ja, und das geht wahnsinnig schnell hier. Ich hätte dich erst mit dem Pinsel malen lassen sollen, ey. Nein, schade. Das ist echt cool hier. Schade, dass ich das gesagt habe. Und es sprüht mich voll. Ja. Aber ich treffe dich gar nicht. Ja, toll, mitten ins Gesicht. Ja, naja, ganz hier, großes zum Inhalieren, aber ich kann nicht, ich habe dich nicht angemalt. Ja, dein Glück. Schade. Dann hätte ich jetzt gleich wieder ins Meer geworfen. ja, wie gesagt, also das hört man tatsächlich hier im Spiel und nicht über Kopfhörer oder sowas oder über Lautsprecher. Und hier die komischen Spitzen kann man auch anmalen. Ich weiß bloß noch nicht, wie die anmalen. Ja, das kann ich dann noch ausprobieren. Ich muss erstmal hier die Nieten und... Die machen wir dann in einer anderen Farbe. ...diese anderen Teile draufmalen. Ich muss nur mit dem Pinsel vorher testen. Die machen wir dann in Brick hier, die Dinger, glaube ich. In Brick? Ja, das sieht gut aus. Das hatten wir vorhin auch schon getestet. Brick ist eine sehr schöne Farbe. Ja, und hier, das passt eigentlich. Ja, Mensch, sind eigentlich schon durch mit der Folge. Schon wieder? Naja, ja. Aber ich bin doch noch am Malen. In etwa. Naja, das Problem ist, ich will jetzt nicht noch weiter bauen. Also, beziehungsweise will ich schon, aber... will ich jetzt gerade noch ein bisschen was anderes machen. Ja, du kannst dir ja noch wenigstens angucken, wie ich das hier schön... Wo bist du denn schon? ...anmale. Ja. Na, immer noch an der Mauer. Wo soll ich denn sein? So, hier schön. Alle lang. Malen. Ja, und das geht wirklich schnell, also wenn man das hier mal guckt. Oh, verdammt, habe ich hier aus Versehen was angemalt. Ah, oh, Jens, großes Kino. Ja, es ist die Innenseite. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht kacke aus. Oh, naja. Jetzt mal hier weiter. Mach ich dann noch. Ja, man sieht, es geht wahnsinnig schnell, also... Verdammt, ich hätte dich wirklich mit dem Pinsel malen lassen sollen. Nein. Jetzt ärgere ich mich aber. Du kannst auch mal nett sein. Ja, bin ich doch, ich hab's ja gesagt. So. Du hättest ja nicht mal dran gedacht. Nee, das stimmt, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Was war denn da oben gerade los? Warum fliegt da... Warum flog da gerade ein Trike? Was, da flog ein Trike? Oh. Hallo T-Rex, komm mal mit. Komm echt? Mit. Scheiße, warum? Komm mit. Was ist denn hier los? Oh ja, ich hör's schon. Ich muss mal kurz, ich brauche mal hier, wo ist denn hier Odin? Odin, wo bist du? Odin ist nicht da. So eine Spannung auf dem Abend. Wird er dunkel. Warum kommen denn da zwei T-Rex Ach, das waren zwei? Ich ja. Habe es gar nicht gesehen. Ja, dann kümmere dich mal drum. Ach, da hängen sie. Ich gucke jetzt mal, was wir für ein Level haben. 24 und 16. Das sind doch noch ich Kinder. Das macht nichts. Ich habe mich schon gewundert, warum da ein Trike angeflogen kam. Das muss ich ja gleich mal zeigen. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, das gucke ich mir dann nach der Aufnahme mal an. Ja, im Grunde mehr hier irgendwelche Dings dran zu bauen. Irgendwelche Barrikaden, Stachelbarrikaden. Au! Och nö, der ist jetzt hier drin. Könntest du mal bitte... Ne? Sehr schön.
Oh Mann. Ja, das war nochmal kurz spannend. Da will man hier in Ruhe rumpinseln, ja, oder rumsprühen? Ja, echt mal. Ich habe vorhin noch gesehen, da kam irgendwie ein Schweig angeflogen. Der ist so in Höhe vom Metallzaun geflogen. Ich dachte mir so, was zum Henker ist da los? Warum? Und dann gucke ich um die Ecke und dann habe ich so eine Anstampfung gesehen. Da kam mir der Triceratops entgegen geflogen und dann so, ach du Kacke. So, gut, das soll jetzt gewesen sein. Ich bin sehr zufrieden mit der Wand, wollte ich nur mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Infos im Stream oder sowas gibt es demnächst nochmal, vielleicht, wenn wir noch ein paar nähere Infos haben. Ansonsten, wir kümmern uns darum, dass es dann auch Sonntag alles glatt geht, hoffentlich. Richtig. Ja, und wir freuen uns schon riesig drauf. Ja, wir sind sehr gespannt, wie euch das gefällt, wie wir uns so anstellen. Wird sicherlich unterhaltsam. Genau, und wir räumen erstmal hier den Saustall wieder auf, die alle kurz quer stehen. Das geht ja so nicht weiter. Nee, verdammt, das habe ich schon wieder falsch gemalt. Ach, gut. Anni malt sich wieder selber voll. Ja, wie immer. Kennt ihr gut, schon. Gut, also, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr auf jeden Fall. Völlig egal, ob es jetzt dann der Samstag ist oder der Freitag. Genau, ihr werdet sehen. Wir haben vorher darauf hingewiesen. Richtig. Genau. Also, wieder 15 Uhr geht es auf jeden Fall los. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Tschüss.